Oh oh. Einst wandelte ich auf der Erde wie du. Ich wurde in die Kaste der Illuminaten geboren, in der Stadt Fion, im Jahr 2195 des ISO-Zeitalters. Nun reise ich durch die breiten Flure eurer Maschinen und treibe durch das Grau. Aber ich werde stärker. Bald ist die Welt bereit für meine Rückkehr. Und deshalb habe ich dich in diese kriegerische Simulation gerufen, um dir eine Geschichte zu erzählen. Unsere Geschichte. Eieiei. Also ist schon toll gemacht, muss man ja sagen. Meine Anerkennung kam so. 4 Fähigkeitspunkte. Ja, was kann ich damit machen? So, mal sehen, was der Winston Churchill von mir möchte. Hallo? Ich hoffe, Ihnen gefällt mein neues Büro, Miss Fry. Wie Sie sehen, haben meine Informanten einige vielversprechende Spuren gefunden. Hinweise auf Spionageaktivitäten sind am Feldspital, den St. Catherine's Docks und am Tower of London aufgetaucht. Ich muss Sie ja nicht erinnern, wie wichtig es ist, dass wir diese Eindringlinge aufhalten. Aha, aha. Okay. Oh, was ist das jetzt hier? Spionjagd. Apothekerzwillinge. Was ist das hier? Leon Stockhaus. Und hier? Zeppelinüberfall. Spionjagd der Schwätzer. Wir fangen Leon Stockhaus an. Ja, mir ist natürlich wieder was Blödes passiert bei dieser Mission hier. Die heißt, nochmal gucken, Clarence Stockhaus. Hatte ich eigentlich schon erledigt, nur ein kleines Problem. Ich hatte, bin aus dem Spiel rausgegangen und hatte vergessen, aus diesem Gebiet rauszugehen, dass es überhaupt anerkannt wird. Das heißt für mich auf ein neues. Aber egal, macht ja trotzdem Spaß. Und dann wollen wir mal. Mal sehen, Messer einschalten. Ja. Vielleicht habe ich natürlich auch Glück. Militärische Ausrüstung zerstören. Genau, das hatte ich schon gemacht. Ja, letzte, da haben wir wieder die Gangster. Komm mal hoch. So, da ist schon mal einer. Den erstmal niedermachen. Und den auch. Na, 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 na. Komm ich da lang? Ja, komm ich. Okay, den schnell wieder machen. Hoch. Und dieses Ding hier, was da unten leuchtet, das ist eins von der militärischen Ausrüstung. Ja, komm mal rüber. Okay, da droht mir keine Gefahr. Bam. Wie gehe ich jetzt am besten weiter vor? Komm mal hoch. Na, hat er mich schon gesehen? Hat er mich gesehen? Ich hoffe nicht. Jo, das sind nicht gerade so viele Gänge. Au, 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 au. Mist, Mist. Oh. Nein, machst du nicht. Nimm den Schurke.
Bam. Leg dich nicht mit mir an. So, warte mal. Ich warte noch mit dem Plündern. Ich muss erstmal die Dokumente haben. Oh, ne, umgekehrt. Also, ich will erst zerstören und dann die Dokumente. Also gehen wir mal hier rein. Hier war ja auch eine Kiste. Aber warte mal, die kriege ich auch woanders her. Warte mal, die war ja hier unten, glaube ich. Ja. Ja, hier. Dann zerstören wir doch mal den ersten. Das war eben so ein Generator. Den schalten wir einfach noch aus. Kann man eigentlich zum Andocken nehmen, aber hier unten sind das sowieso alle schon tot. Von daher bringt mir das nicht viel. Mal zugucken. Bam. Kommt irgendjemand? Nee. Ach, krieg mal da. Ja, klar. Logisch, ich hab ein Problem. Meinst du etwa du? Da ist einer. Komm mal hier, ich versteck mich mal. Ach. Verstecken. Mal sehen, ob ich den anlocken kann. Ja, sieht gut aus. Na komm. Kommst du, Lydia? Ah, hat nicht ganz funktioniert. Ja. Und plündern. So, mal gucken. Hier drin. Ich glaube, hier war keiner mehr, wa? Nein. Nehmen wir uns ein. So, und anzünden. Bam, bam, bam. Und hoch da. Ah, warte mal. Vielleicht sollte ich die Beat mal ableuchten. Jo, da ist einer, da ist einer. Oh, ich glaube, der kommt hier unten lang. Der will sich anhören, was da so geknallt hat. Ansehen natürlich. Ja, wer sieht mich denn jetzt? Ein schöner Flug. Oh, wo ist der letzte? Ey, wo ist denn der? Nicht, dass der jetzt geflüchtet ist. Nee, da oben ist er. Der muss da oben sein. Ah, der hockt da. Du entkommst mir nicht. Ach, der ist jetzt draußen, da wo ich eben stand. Kuckuck. So, okay, den können wir... Plündern wollte ich. Warte mal, V. Ach, da ist die nächste Maschine. Ja. Wir können auch erstmal aufstehen. So, hier hinten waren ja... Hier hinten waren diese explosiven Kisten. Ist hier noch irgendwas? Nö, nee, nur diese Kisten. Ist ja diese letzte Ausrüstung.
und anzünden. Und natürlich weggehen. Los, klar. Bam, bam, bam. Und jetzt können wir nämlich die Leute plündern, die Pläne. Wenn es gehen würde. Wie jetzt? Ich kann den nicht plündern? Der liegt so ungünstig, ich kann nicht plündern. Muss ich gerade einfallen lassen. Ich versuche mal... Klingt das komisch, ob ich den in der Luft sprenge, dass er da runterfliegt. Wo haben wir hier was? Hier oben? Nö. Ja, die Truhe hatte ich ja schon. Wie gesagt, ich habe das ja eben schon, nicht eben, also gestern oder vorgestern schon mal gespielt. Und leider vergessen, darauf zu warten, dass es akzeptiert wird. Ah, da ist eine Truhe. Komm mal mit. Ach nee, ich fassel alles nicht. Also wäre ja wirklich ein Ding, wenn ich jetzt daran hapern würde. Scheiße. Warte mal, ich platziere die mal hier. Nehmen wir nochmal ein Stück weiter. Vielleicht reicht der Druck aus. Reicht nicht. Ach komm, noch mal versuchen heute nicht doch seine Sachen abnehmen kann, die Dokumente. Nee. Geht alles nicht. Ja, mal wieder so ein Bug. Sehr interessant. Tja Leute, was soll ich machen? Ich muss hier einfach raus. Scheiße. Ach nee. Komm, zur Strafe muss ja da hinten sterben. Zur Strafe. Der Truhe eben gesehen. Ja, hier. Ja, ist mir egal. Könnte natürlich einfach mich selber sterben lassen. Jawohl. Desynchronisiert. Tja, nutzt mir ja alles nichts. Wie gesagt, ich muss ja sterben oder so. Oder aus dem Gebiet fliehen. Aber so verbrauche ich eben keine Waffen oder sowas. Oder Heiltränke. Oder Medizin, besser gesagt. Oh, bin ich mal gespannt, ob die ja wieder leben oder wie sieht's aus? Oh, ich denke, sind alle wieder da, die Leute. Ach man. Herrlich ist es schon irgendwo. Jetzt richtig auf die Nase. Aber richtig. So, damit du mir nicht wieder da irgendwo rumliegst. Du hast sie hier fertig gemacht. Und plündern war einfach Ding.
Ja, den können wir einfach schon mal plündern. Mal sehen. Kann ich da irgendwas in der Luft jagen? So, mal sehen, ob da jemand hingeht. Anscheinend nicht. Wille, wille, witt, bum, bum. Ich schmeiß mal einfach die Kiste runter. Oh, Mist. Ah, er kommt hoch. Oh, ist das zum Glück keiner. Nein, machst du nicht. Und dein Kumpel auch nicht. Hast du dein Testament schon gemacht? Mann. Komm her, Dicker. Ich mach's kurz und schmerzlos. Steck den anderen Rohr an, wenn ich mit dir fertig bin. Na und? Ja, ist vorbei hier mit Schleichen. Mach euch alle fertig. So, den werden wir auch schon mal plündern. Dann fangen wir mal gleich an, die Sachen zu zerstören. So, mitkommen. So, kann ich die einfach dahin werfen? Denke ja. Ah, schade, dass der da nicht hingeht, der noch da unten steht. Na? Ja, dann geht nachgucken, Junge. Warum geht denn der nicht nachgucken? Das meine ich doch. Du bist so gut wie tot! Ich würde eigentlich den Kopfschuss machen, aber man kann nicht alles haben. So, wir gehen mal wieder hoch. Ah, jetzt wollen sie mich verfolgen. Geh mal noch mal oben rein. Wollte ich eigentlich nicht. Wollte ich rein. Hat er das nicht gesehen, der Dödel? Ein Dummdödel. Wo kommt jetzt jemand? Ah, hier. Los. Von Mann zu Mann. Aber dich plündere ich noch nicht. Nein, nein, ich will erst die anderen Gegenstände erledigen. So, da ist die nächste Maschine. Oder Ausrüstung. Hier war ja Munition. Also zum in der Luft jagen. Habe ich jetzt angezündet? Ich Vollidiot. Oh. Na gut, hole ich mir von draußen Munition. Mann, das heißt nicht Munition. Oh Mann. Ah, mit Männchenkind. Oh, passt schon. Das passt alles. Gehen wir dahin.
liefern. Wahnsinn. Wird er wohl nicht weit genug, nicht zu weit weg sein, oder? Das wäre jetzt richtig ärgerlich. Bam. So, und jetzt noch den ein. Hä? Ja. So, nehmen sie dir. Auf zur dritten Maschine. Ausrüstung. Nicht Maschine, Ausrüstung. Steht er da? Muss nur lesen. Soll ich jetzt stehen bleiben? Bam, bam, bam. So, den Generator schalten wir einfach hier aus. Achso, muss er auch halten. Der ist eigentlich dazu da, dass man die Leute andocken kann, wenn man ausmacht. Aber hat sich ja erübrigt. So, jetzt haben wir die Aufgabe gleich erledigt. Jetzt haben wir noch eine Kiste, wo ist denn die? Wir zünden das einfach mal an. Wir nehmen Spaß. Wir gucken. Wow. So, jetzt kann ich aber flüchten. Und zwar dahin. Ja gut, da wollte ich nicht hin. Na bitte, haben wir doch geschafft. Alles erledigt. Ach, Winston Churchill lebt auf dem Loyalitätslevel. Nächste Belohnung, Schnittergürtel. Ich hab wahrscheinlich schon die besten Gürtel, aber wer weiß. Vielleicht kommt noch was Besseres. Danke.